Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einer Folge zu Xenoblade Chronicles 3. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja, moin Leute, ne, und herzlich willkommen zurück zu Xenoblade Chronicles 3. Jo, beim letzten Mal haben wir uns hier über das Riff hier begeben, sind auch knapp am Ende vom Riff, wollen in die Mine rein und den Annihilator zerstören. Ein sehr interessantes Unterfangen. Kann ich das Vieh da angreifen, was da unten lang schwebt? Das sieht nicht so aus, als ob man es bekämpfen kann. Aber irgendeine Möglichkeit wird es geben. Was bist du? Ein Diffler. Ich denke mal, da unten wird eine Sequenz auch doch. Deswegen packe ich mich schon mal aus dem Bild. Looks like you were right, Noah. There's a whole bunch of containers here. A welcome gift for easy sneakings! Let's go over this again. First, we get to those containers without being spotted. With me so far? Anyone spots us, we're like ninjas. We take them out quickly and silently. Once we're inside, we pick the right opportunity to proceed through the hangar. Our goal is here. The maintenance hatch that leads outside. From there, we head to outer deck. Right. Enemy presence should be lower around there. Then we move to the main housing. Assuming we get there, how do we trash it? I can brief you on the next steps. After analyzing the data we got from Bolliaris, I discovered a flaw in the Annihilator's construction. A weak point? Indeed. Here. The weapon is designed to temporarily render the black fog inactive, condense and collect it, then release it in one blast. Our best bet is to destroy the neutralizer assembly from which it draws its power. But it's located in the castle interior. Getting there will be no joke. Once there, we'll need to damage the auto-balancer in the barrel's housing. Most likely, it was built in a hurry. The movable barrel is affixed to this outer ring that you see here. But the ring isn't strong enough to take the barrel's weight or absorb the recoil. That's why the auto-balancer was added after construction, as an afterthought. So what? We've just got to smash that thing to pieces. Smash it, and the entire ring begins to fall apart, and the barrel collapses under its own weight. How strong is the auto-balancer? Not too sturdy? Nothing Ouroboros can't handle. So, what's this thing? That is a refrigeration unit. The barrel needs vast amounts of energy. It would have to be kept cool at all times to keep the energy in check. I'm surprised it's so huge. Seems that was built quickly too. It's got both bulk and heft to it. They probably couldn't have made it any smaller. Hmm. A rush job, huh? Okay then. We all good to go? Yeah. No more taking it easy. Let's make this happen. Dann heißt es jetzt wohl Steve Act. Werde ich es schaffen, Steve zu arbeiten? Wahrscheinlich nicht. Okay, ich dachte, dass da unten wäre eventuell so eine Art Mini-Boss. Wir sind doch, meine ich, doch eh 10 Level über die. Wir können doch, glaube ich, einfach durchmarschieren, oder nicht? Nee. Und hier kann man verdammt viel Äther einsammeln. Wir laden schon einfach mal vorbei.
Wir haben nichts davon, die zu bekämpfen. Da oben, das könnte auch ein Reisepunkt sein. Da will ich einmal hochklettern. Oh, die Viecher da oben sind Level 46. Ich muss da aufpassen. Okay, ich bin jetzt hier oben lang gelaufen und hier war nichts, außer dieser Hülle hier. Kompliment, wie weit dieser Soldat es geschafft hat. Dort hat irgendwas. Das ist ein schöner See. Ich würde mir mal gerne noch den Container da unten holen. Boah, was stehen da denn für dicke, fette Maschinen? Gastratis. Okay, mit den Gastrates will ich mich nicht anlegen, aber mit dem Boss da unten würde ich mich gerne anlegen, tatsächlich. Weil dann habe ich hier einen Schnellreisepunkt. So, einmal umgeworfen. Hang! Wann habe ich eigentlich zu Ino gewechselt? Das habe ich gar nicht gemacht. Obwohl doch, ich habe die Leute ja durchgeboostet. Fällt mir so ein. So, zwischen den Folgen habe ich das gemacht. Da habe ich die alle mal die Zusatzpunkte gegeben. Letzte Aufnahme ist bei mir ein bisschen her, Leute. Hast du irgendwas versucht? Und umwerfen. Sind Ohnmacht gefallen. Den 37er können wir mal ignorieren. Und Angriffskette. Oh, Leute, die Kette hätte ein bisschen besser laufen können. So, machen wir jetzt erstmal den hier jetzt schnell weg. Einfach nur, damit er nicht weiter nervt. So. Einmal umgeworfen. Den kleineren sind wir damit dann los. Und Synchro Stufe 3. Schade. Konnten nicht noch einen reindrücken. Guck nicht an, du willst mich. Aber wir kriegen das Ding trotzdem jetzt gleich kaputt. Auch wenn ich die Kette verkackt habe. Okay,
Lurking spider! Are you okay? Showtime! Sollte jetzt eigentlich down sein. Ja, damit haben wir einen weiteren Schnellreisepunkt. Ich glaube, an den Container komme ich nicht ohne Kampf. Ich will nur den Container da. Mehr will ich nicht. Nee, ich komme da nicht ohne Kampf ran. Das Gute ist aber, dass das keine Bosse sind. So, die beiden Dinger sind kaputt. Ich wollte nur das Teil hier haben. Ich hatte nicht wirklich vor, mich mit denen anzulegen. Wenn ich jemals Ether brauche, dann weiß ich auf jeden Fall, wo ich hinkomme. So, where's the maintenance hatch? It's in the reserve area on the upper level. First, we'll need to take the elevator that can get us up to that floor. I don't see any guards. Too foggy for taste of banana. If we're gonna move, now's the time. That said, we are indoors. Move fast, but keep your eyes peeled. Yeah, of course. Ja, da haben wir es ja schon mal reingeschafft, ne? There's been a change in colony relations. Noran Tion's plan went off without a hitch. Okay, da hoch muss ich. Keep it down. Ich habe das Gefühl, dass wir wieder mal ein bisschen overlevelt sein könnten. Aber irgendwie tendiert dieses Spiel dazu, dass ich durchgehend überlevelt bin. Wo ist hier ein Aufzug? Hier sind auf jeden Fall zwei Container, sagt mir die Karte. Ich sag nicht, die ganzen Lagerbereiche sind 13 Punkte. Dann sammle ich die erstmal einmal ab. Die 13 Punkte sind dann ja wirklich geschenkt. Was are you hiding, little guy? This is valuable. I'll hang on to it. Let's put it away for safekeeping. Getting late. We should find somewhere to rest. Die Kämpfe hier, die versuche ich mir mal zu schenken. Weil ich habe nicht wirklich was davon. Ihr werdet Wachen des Jahres. Das ist ein Bossgegner. Mobil Vespa. Ich mache mir mal eben kurz kaputt. Wenn ich Bosse sehe, mache ich sie kaputt. Ach, ich sollte Ino eventuell gegen Waldi austauschen.
Weil die sollte hier eigentlich richtig viel bringen. Bam. So, einmal umgeworfen. Es ist von oben abgefallen. Zack. Gleich haben wir die Kette. Hab gerade Angst, dass Juni eventuell umfällt. Okay, alle am Leben. So. Extreme Implosion mit 1172 extra Schaden. Also im Prozent. Das sollte eigentlich gut Damage machen. Es ist zumindest fast kaputt. Da fehlt nicht mehr viel. Kannst direkt wieder schwanken. So, weg mit euch. Und noch ein Boss erledigt. Zwei Bosse in einer Folge. Jetzt bleibt trotzdem die Frage, wo ich nach oben komme. Ich glaube, ich muss hier hoch. Zum Glück wurden diese Maschinen ohne Kameras offenbar geboren. Beziehungsweise gebaut. Komme ich hier irgendwo nach oben? Das sieht aus, als ob ich hier hochkomme. Well, we've been found. Ich könnte die Wache natürlich auch verkloppen. Ihr seid nicht schnell genug, um mit uns mitzuhalten. Ach, warte, bevor ich es jetzt vergesse. So, Fridays ist im Team. Ich denke mal, dass ich mehr oder weniger richtig laufe. Einfach die das kleine Vieh ignorieren. Und einfach weitergehen. Sonst brauche ich Jahre, bis ich da hinten hinkomme. Hier ungefähr sollte ich doch hin. Oder nicht? Ja, da sollte ich hin. Jetzt einmal den ganzen Weg rüber. Okay. Hab mit einer längeren Sequenz gerechnet, aber passt. Oh, hier ist ein Rastpunkt. Kann ja gucken, ob ich boosten kann. Nein, kann ich nicht. Dann weiter. Oh, wie komme ich denn an den Container ran? Wahrscheinlich irgendwie von der anderen Seite. Und da auch was runterlässt.
Naja, so oder so. Ich ignoriere die Gegner hier hauptsächlich. Ich brauche wie gesagt zum uns ewig. Ja, toll, du bist zu nah, dass ich dich nicht loswerde. Auf der anderen Seite sitzt ein Bossgegner. Ich will dich loswerden. So, das Vieh ist weg. Und hier muss ich auch rein. Sind nur 70 Meter. Tag, meine Damen und Herren. Ich gehe einfach weiter, ne? Oder auch nicht, weil ich hier erstmal verprügeln muss. Die Kleinfliegen gehen mir hier gerade richtig auf die Nerven. Echt die ganze Zeit mit Filmsequenzen, ne? Ich muss jetzt irgendwie höher kommen. Da ist eine Leiter. Alright. Darf mich doch wieder kloppen, bevor ich weiter kann. Warte mal, wäre da was zum Runtergelassen gewesen? Nee. Time for a nice big breakfast. Es sind sogar zwei Bosse da unten. Ich bin nicht mal ansatzweise auf deiner Ebene. Ja, dann gönne ich mir das hier noch. Und dann machen wir diese beiden Bosse hier noch fertig, würde ich sagen. They may be strong, but we have no choice. Das wird bestimmt nicht lange dauern. Erstmal den Arbitrator fertig machen. Oder heißen die beide so? Gestrafter Dominator, gestrafter verurteilter Arbitrator. Okay, heißen nicht gleich. Wir haben ja Waldi dabei, der macht bei Maschinen bessere Effekte. So, direkt umgeworfen. So, greift mich mal an. Irgendwie ziehe ich jetzt der Verteidiger keine Akku. So, Angriffskette, während das Ding in Ohnmacht ist. Perfekt. So, sind am Ende der Angriffskette. Ein Grenzensprenger. Damit sollten wir zumindest den Arbitrator gleich los sein. Ja, einen Hit noch, dann ist er tot. Ein von zwei Bossen gleich tot. Sag ich doch. Du kannst mich da nicht runterschmeißen, haha. Bei ihm auch noch eine Angriffskette, dann haben wir den Kampf geschafft. Now I'm ready to make some waves.
Brauchst mich nicht schieben. Mag irgendwer umschmeißen? Schade. Hätte gerne ihn umgeworfen. So, umwerfen. Hat nicht geklappt. Aber wenn ich jetzt gleich angeskettet habe, ist das Ding safe tot. Was heißt tot? Wir haben es dann kaputt gemacht. Wieso treffe ich nicht? Warum greif mich an? Ich glaube, ich brauche die Angriffskette nie mal. Ne, die Angriffskette brauche ich nicht. Das Ding ist auch so jetzt gleich kaputt. So, kaputt. Zwei Bosse gleichzeitig bekämpft und besiegt. Das war ein guter Kampf. Und trotzdem ist hier nur ein Grab. Zählen wahrscheinlich beide zusammen als ein Boss. Dann schiebe ich das hier noch runter. Muss den Weg da oben ja irgendwie fertig machen. Ja, dann haben wir da jetzt einen Weg. Now we can follow the route above. That should get us over to the elevator. Da können wir dann beim nächsten Mal lang gehen. Weil hier mache ich jetzt für heute Schluss. Ich hoffe, ihr hattet alle Spaß beim Zusehen. Wenn ja, Abo und ein Like da lassen. Und wir sehen uns natürlich beim nächsten Mal wieder. Ciao, Leute.